Von hier ist man jetzt schon richtig nett hoch. Nur immer noch nicht auf der Höhe des Flugzeugs. So, dann hier. Auch kein Gelb mehr dabei. Naja, dann kommen wir jetzt hier. Die Dachfläche oder vielmehr die Bodenfläche machen. Das ist ja immer so lustig, diese Halbsteine zu legen. Ich bin gerade am Überlegen. So. Kann man ja das Stück da auch noch nutzen, sonst hat man da auch so einen Abgrund, wo sich alle zu Tode stürzen können. Schon wieder die erste Ladung an Halbsteinen weg. Man sieht hier auch wirklich im Moment keinen Vorankommen, muss ich sagen. Man hat so das Gefühl, es passiert nichts. Obwohl wir massenhaft Steine einfach hier reinstecken. Das ist wie so ein 10.000-Teile-Puzzle. Da sieht man irgendwann auch kein Vorankommen mehr. Man verbaut zwar immer noch fleißig Puzzleteile, aber man sieht nicht, dass was passiert. Aber fertig kriegen wir schon. So. Bevor ich es vergesse. Haben wir momentan den Platz. Dann hier drauf. Sind die kleinen Hüttchen hier auch schon überdacht? Wird das Personal dort zumindest nicht nass, wenn es regnet?
Dann hier auch mal wieder gucken. Fangen wir mit den dreien an. Zwei, drei, vier. Müsste richtig sein. Sieht richtig aus, fühlt sich auch richtig an. Zwei, drei, vier. Da ist doch schon mal ein schönes Stück Dach entstanden. Ja, da müssen überall noch Fackeln hin. So dunkel können die Räume nicht bleiben. Es gibt ja auch Leute, die wollen nachts fliegen. Und dann schon wieder Ende mit Steinen. Sechs Stacks gebrannte Steine verballert. Ein riesiger Schleim. Was brennt der? Ach so, ein Leuchtfeuer von uns. Da brauchen wir auch mal irgendwann neue. Gerade hier so in der Gegend. Da sind wir ja doch recht weit vorangekommen. Ups. Da helfen uns unsere alten Leuchtfeuer nicht mehr viel. Hier unten kann man natürlich noch Deko mit reinbringen. Ein paar Sitzplätze oder sowas. Und das war's. Okay, wir brauchen neue Steine, wir brauchen neuen orangefarbenes Zeug, wir brauchen einen wirkungsvollen Creeper-Schutz. Ach, hab jetzt schon wieder auf die Null gedrückt. In dem Gebäude spawnt bereits mehr als hier auf dem ganzen Platz. Sobald das Ding komplett steht, werden wir uns da auch mal ganz ausführlich drum kümmern. Langsam nimmt man das Gebäude aber zumindest mal als Gebäude wahr. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Erstmal ausruhen. So, dann setzen wir mal die letzten paar Blöcke für heute. Du kommst weg, du kommst weg. Du bleibst hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Oh. Du kannst noch brennen. Du kannst noch brennen. Du auch. Müssen wir mal gucken, dass wir mal wieder alles mit Kohle vollgestopft kriegen. So. Grün brauchen wir momentan nicht mehr.
ganze Holzzeug eigentlich gerade auch nicht mehr. Fackeln. Ja, kein Problem. Dreck können wir auch schon mal da ein bisschen wegpacken. Dann gelb. Gelb. Sag nicht, okay, dann machen wir heute erstmal das Glas. Dann legen wir den gelben Lehm nächste Mal. Hab jetzt keinen Bock, bis dahin hinzurennen. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch genug Lehm da drin. Eigentlich hätte ich mir den Zwischenstopp ja sparen können. Wir haben ja hier auch eine Crafting-Box versteckt. So, Fackeln machen wir, sobald das Dach fertig ist. Ganz fertig wird es nicht, da wir hier ja die Rille drin haben. Muss ich schon sagen, das stört mich fast. Trotzdem laufe ich dafür heute nicht. Ich weiß, ich werde nachher sowieso laufen und das noch holen, so wie ich mich kenne, aber ich versuche jetzt erstmal zu widerstehen. Haben wir hier so viel Kohle abgebaut? Beim Planieren. Noch ein Vorteil gegenüber dem, wir sprengen einfach alles weg, was mir ja vorgeschlagen wurde. Wo ich mich ja so gegen sträube. Denn alles wegsprengen bedeutet, dass wir keine Kohle kriegen, nixe. So. Hier haben wir sogar noch die Linie. Zumindest ein kurzes Stück. Von hier ist auch doof, oder? Ja. Stimmt, kein Aufzug nach da oben. Hätte man jetzt natürlich machen können, allerdings würde das dann der Logik widersprechen. Denn dann könnte man sich ja von unten gleich in die Hinterzollzone teleportieren. Ohne durch den Zoll zu müssen. Ich meine, da könnte man ja alles mitnehmen. Waffen, illegale Waren, Drogen. Jetzt von hier dran.
Naja, mehr schlecht als recht. Aber geschafft. Jetzt ziehe ich hier noch eine Reihe rein. Und da geht das Telefon. So, da sind wir wieder. Dann machen wir das hier schnell noch fertig. Man so ein bisschen andere Höhen ins Dach macht, dann hat das Ganze ein bisschen mehr Profil einfach, ein bisschen mehr Tiefenwirkung. Sieht dadurch interessanter aus. Das ist der einzige Grund, warum ich hier so eine Reihe reinziehe. Oben könnte man es auch machen, wäre aber auch nicht einfacher. So, dann haben wir nächstes Mal noch die komplette Frontpartie. Ja, komm. Letztes Stück noch. Natürlich reichst du nicht. Ich habe sowieso irgendwie die Befürchtung, dass wir mit unserem Leben nicht auskommen. Also vor allen Dingen gebrannten. Ich brauche jetzt auch noch viel blauen Lehm. Also dunkelblau, hellblau. Ach ja. Wir holen jetzt doch erstmal noch ein bisschen gelb. Huch. Ich mag unsere kleine Festungsanlage hier, auch wenn sie auch absolut nicht beleuchtet ist. Ach nee, hier kann ja nichts spawnen, sind ja alles Halbsteine. Genau, da war ja was. Irgendwann hauen die mir ein Patch rein, dass auf Halbsteinen auch Sachen spawnen können. Und dann haben wir die absolute Zombie-Apokalypse bei uns in der Stadt. Denn wir haben so viele Stellen, gerade bei den Dächern, wo wir einfach Halbsteine gelegt haben, damit wir nicht beleuchten müssen. Eieiei, und das wird uns dann alles zum Verhängnis werden. Andererseits möchte ich jetzt auch nicht 2 Monate daran verschwenden, hier alles provisorisch auszuleuchten. Weil dann kommt Mojang nie auf die Idee, sowas zu patchen. Ah, guck mal, haben wir nur noch genug Gelb. Ich möchte nochmal unsere Vorräte an gebrannten Lehm einmal kurz überprüfen. Wir haben da jetzt auch noch ein Blumenbiom. Ach ja, das ist so schön klein geworden, alles hier. Autsch. Autsch, wir haben gar nichts mehr. Hey, damit hatte ich nicht gerechnet.
wirklich alles verballert an der Strecke? Autsch. Dann bald wieder Lehmfarm. Juhu! Das wird ein Spaß. Schauen wir doch mal, dass wir hier mal ein bisschen Licht reinkriegen. Erstmal nur so ganz grob platziert. Das schneidet hier aber. Ach so. Werde ich zeigen hier der ollen Hexe. Haha. Ich konnte die Erfahrungskügelchen doch nicht einfach da liegen lassen. Ist das jetzt eigentlich hell erleuchtet? Ja. So. Hauptsache erstmal ein bisschen Licht in die Sache kriegen. Batsch. Er hat mich doch mal sauber erwischt. Kann ich irgendwas decken, dass ich die Knochen mitnehmen kann? Ja. Uiuiui. Also heute Nacht ist hier echt was los. Da spawnen sie überall. Thank you.
Ach. Das ist die so. Und wieder ein Absturz. Super, ich wurde wieder auf Nacht zurückgesetzt. Ist ja klasse. So, jetzt kann ich endlich fertig machen. Gut. Hier oben möchte ich sehr großzügig mit Glas sein. So eine richtig schöne Glaswand auf allen Seiten. So. Hier an der Seite kommt eine massive Wand hin. Also quasi auch erst Licht ab der Stelle, wo die Sachen hier zusammenlaufen. Also ab da. Ab da kann dann hier auch eine Glaswand hin. Toll, er verbrennt nicht. So. Dann geht's mal hier weiter. Hier waren wir auch noch nicht fertig. Wird wohl unten sein, das Vieh. Dann machen wir mal ein Restglas auch nochmal zu Scheiben. Hier machen wir eine Ecke hin. Noch schöner gewesen wäre hier leicht getönte Glasscheiben, irgendwie hellblau oder sowas.
So, die Ecke bleibt hier auf jeden Fall erhalten. So. Och, komm. Naja. Dann haben wir noch mal die letzten Glasscheiben weg. Was auch nicht mehr wirklich viel ist. Und geht jetzt langsam alles aus, was wir gefarmt hatten. Ja, mal gucken, wie wir das nächste Mal dann fertig bauen. Ich lasse mir da auf jeden Fall noch was Nettes fürs Dach einfallen. Ich denke, so eine Kuppelform, dass man wirklich ein Glasdach hat, wo man die absolute Aussicht dann genießen kann. Sprich, auch wenn Flugzeuge über einen hinwegfliegen würden, würde man das hier dann richtig schön sehen. Aber das stelle ich mir interessant vor. So, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. So, Hallöchen, und da sind wir auch wieder zur 16W38A. Also dem einen der ersten Snapshots zur 1.11. Und nicht wundern, neue Stimme oder vielmehr ein bisschen andere Stimme. Mein Headset musste mal wieder an den Knabbergewohnheiten meiner Katze dran glauben. Dieses Mal hat sie geknabbert, während ich es auf hatte. Also ganz großes Kino. Naja, jedenfalls jetzt kabellos. Das heißt nicht ganz kabellos, eine Stromversorgung braucht es ja. Und ja, ich bin soweit zufrieden. Natürlich ist die Stimme jetzt etwas anders, das ist klar. So, jetzt waren wir lange nicht mehr hier. Wir haben übrigens was überlegt. Wir machen diese Gänge hier nicht in blau, denn blau würde sich etwas zu sehr abheben von dem, was wir sonst so haben. Ich würde es eigentlich lieber in rot machen. Und wenn ich rot sage, dann meine ich Netherwarzenrot. Das heißt, wir müssten uns erstmal eine größere Farm dafür anlegen. Denn ich glaube nicht, dass das da unten reicht. Das heißt, wir werden heute in den Nether gehen. Was natürlich auch wieder eine tolle Sache ist. Da waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Und ja, wir gehen erstmal ins Lager und räumen mal alles weg, was wir so haben. Netherwarzen brauche ich noch keine Schere, oder? Ich glaube nicht, nein. Nein, nein. Und dann sehen wir mal zu, dass wir heute die Gänge fertig kriegen. Eine große Netherwarzenfarm irgendwo dort angelegt kriegen. Da habe ich schon irgendwelche genauen Vorstellungen, aber da brauchen wir jede Menge von dem Slowsand für. Was, denke ich, auch nicht so das Problem sein sollte. Also heute groß angelegter Ausflug ins Nether. Wir haben Feuerschutz auf jeden Fall drauf. Nö, haben wir nicht. Doch, da unten Feuerschutz. Wollte schon sagen, wir haben noch irgendwas drauf. Uns kann also nicht wirklich viel passieren. Natürlich, im Nether kann einem immer noch alles passieren. Dann bleibt erstmal hier unten. Dazu die Glaskiste, die Holzkiste, naja, mit jeder Menge anderem Zeug drin. So, die kann weg. So, in der Hölle brauche ich keine Schere und auch keine Fackeln. Das heißt, die packen wir einfach mal hier rein. Dazu könnte ich das Feuerzeug mitnehmen, was immer eine tolle Sache ist in der Hölle. Ah, ist das nicht toll, was jetzt für die 1.11 angekündigt wurde? Ich freue mich schon richtig drauf, Mittwoch, morgen, loszulegen und mir so einen Rucksack zu farmen.
Und ja, so eine, wie heißen sie? Schalker-Chest. Tolle Sache, also bin ich sehr begeistert von. Dann werden wir auf jeden Fall auch ein oder zwei von diesen Mansions aufsuchen und mal uns mit den Mobs da anlegen und so ein paar Totems vielleicht rausholen. Finde ich toll, also sie reden von einem kleinen Update und hauen drei böse Mobs, einen harmlosen Mob, zwei, ich sag mal, mehr oder weniger nützliche Funktionsblöcke rein. Ja, was jetzt fehlt, sind so diese Blöcke für die Bauer. Ich verstehe nicht, warum sie uns die Treppen und Halbsteine nicht geben, für die ich jetzt schon so lange rumjammer. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Ich habe hier eine Taste, mit der kann ich mich muten. So, dann konnte ich jetzt schnell Nase putzen. Ja, Heuschnupfen immer noch Ärger, aber nicht mehr so schlimm. Ich komme jetzt mit einer Tablette anstatt mit dreien am Tag aus. Ich habe nichts zu fressen dabei. Wie kommt das denn? Also eine Tablette ist schon mal ein richtig genialer Fortschritt. Ja, ich mache jetzt im Herbst eine Desensibilisierung und dann bin ich hoffentlich den ganzen Mist los. So. Fertig. Gut, wir gehen noch mal kurz hier rein. In die brauchen wir nicht. Spitzhacke und Schaufel. Und dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas Tolles finden. So, was ist jetzt das nächste Netherportal? Das ist wahrscheinlich das hier. Rauskommen wir auf jeden Fall. Nee, und hab mir gedacht, einen Tag bevor jetzt der große Snapshot kommt mit den ganzen Features, gucken wir uns doch noch mal ein bisschen so um. Wir haben ja noch genug zu tun. Ach, ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ja, ich habe auch einiges mitgemacht. Kieferfäulnis, sagt euch das was? Das ist, wenn nicht nur die Wurzel fault, sondern auch noch der Kieferknochen darunter. Das war eine ziemlich langwierige Sache. Ich leide eigentlich immer noch darunter. Morgen früh kriege ich einen Zahn gezogen, deshalb darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Aber dank Schmerzmittel und Antibiotika verspüre ich keinen Schmerz mehr. Sind die Pilze irgendwie kleiner geworden? Haben sie eine neue Textur drauf, oder? Die waren größer. Oh, egal, gefällt mir auch so. So, wir nehmen jetzt natürlich alles mit, was wir kriegen können. Wie immer, wenn wir schon mal in der Hölle unterwegs sind, hauen wir natürlich alles raus. Ja, und wir werden uns ein paar Lamas zähmen. So. Ja, was so auf dem Weg liegt, das kommt mit. Ach, guck mal, da vorne ist schon Slow Sand. Wir haben aber heute auch ein Glück. Nein, ich habe das nicht vorher gecheckt, wo das ist. Also, das ist keine gute Position, aber was soll's. Wenn ich das richtig sehe, ist dort drunter auf jeden Fall noch fester Boden. Hier. Hier nicht. Hier basteln wir uns mal kurz eine Treppe. Ein Stack soll das. Boah, zwei Stacks sogar. So schnell gehen wir hier nicht wieder raus. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen dann umschauen.
gucken, dass wir erstmal runterkommen. Platz. Ich glaube, da kommt gleich ein Gast angeflogen. Ja, ein bisschen was haben wir jetzt ja schon gefarmt. Da können wir uns auch mal mit einem Geist anlegen. Das heißt, wir haben das Wünsch-dir-was-Level wieder erreicht. Nein, 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 nein. Oh. Gott, das fließt immer schnell in der Hölle. Es war mir jetzt auch scheißegal, dass ich hier den Slow-Sand wieder reingehauen habe. Puh.